Der Wert von Männern wird anders gemessen als der von Frauen. Das habe ich nicht von Andrew Tate gelernt, doch er hat es nochmal stark in mir vertieft. Auch wenn heutzutage manchen Menschen die Luft wegbleibt, wenn sie hören, was ich gleich sagen werde, ändert es nichts daran, dass es die Wahrheit ist. Nicht nur meine Wahrheit, nicht nur Andrews Wahrheit, sondern die Wahrheit, die Realität dieser Erde. Der Mann hat eine Rolle, in der er aufblüht, wenn er ihr nachgeht, und die Frau hat eine Rolle, in der sie aufgeht, wenn sie ihr nachgeht. Der Mann ist der Beschützer und Versorger, Versorger im Sinne von Ressourcen, und die Frau ist das hegende und pflegende Wesen. Die heutige Welt will uns weismachen, dass Männer mehr und offener ihre Emotionen zeigen sollten, dass sie mehr nach ihren Gefühlen handeln sollten, dass sie mehr in ihre weichere Seite kommen sollten, dass sie, wenn sie traurig sind, mehr mit ihren Freundinnen darüber reden sollten, dass sie das Konkurrenzdenken und das Verlangen, sich zu beweisen und der Beste sein zu wollen, doch lieber in den Hintergrund rücken sollten, dass sie mehr ihre Femininität herauslassen und kultivieren sollten, dass eine Mannwertung heutzutage nicht mehr nötig sei. Doch nicht nur das will uns die Welt weismachen, sondern sie will uns auch weismachen, dass die Welt auch für diese Männer da sein wird, die so handeln, die sich so geben. Doch genau das ist eben nicht so, genau das ist die Lüge. Die Welt interessiert sich einen feuchten Dreck für solche Männer. Im besten Falle kriegst du von ihr vielleicht mal ein vorgeheucheltes »Och, der tut mir aber leid« oder »Och, ist der niedlich«. Wie dem auch sei, wo sind die echten Männer? Das ist die Realisierung, die Andrew in mir noch klarer gemacht hat. Wenn du der Welt als Mann keinen Wert bietest, wenn du als Mann keinen Status hast, wenn du als Mann keine Fähigkeiten hast, wenn du als Mann kein echter Mann bist, wird sich niemand für dich interessieren. Du wirst absolut unsichtbar sein. Viele Frauen fragen, wo sind die sensiblen Männer? Doch wählen sie immer den starken, stoischen Mann, der seine Emotionen kontrollieren kann. Den Mann, der handelt und macht, obwohl er sich nicht danach fühlt. Sie wollen und wählen immer den Fels in der Brandung. Und die Frage, wo sind die sensiblen Männer, stellen sie nicht, weil es zu wenig sensible Männer heutzutage gibt, sondern weil sie das sensible, nette Kerlchen absolut nicht interessant finden. Solche Männer sind für sie bei der Partnerschaftsauswahl absolut unsichtbar. Deshalb sehen sie sie nicht und fragen sich, wo sie sind. Die Welt suggeriert dir, dass du als Mann ganz offen, weich, schwächlich, verletzlich und emotional sein kannst. Sie suggeriert dir, dass sie dich dabei unterstützt und dass du, wenn du so leben solltest, keine Nachteile gegenüber härteren, stärkeren, kontrollierteren Männern erleben wirst. Jedoch gibt es sehr wohl Nachteile, und zwar enorme. Du befindest dich als Mann, ob du es weißt oder nicht, täglich im Konkurrenzkampf mit anderen Männern. Die Männer, die, obwohl sie sich nicht danach fühlen, trotzdem die Arbeit reinstecken. Die Männer, die standhaft gegen ihre Gefühle und Verlangen nach XXX, Junkfood, Videospiele und Co. sind. Die Männer, die früh aufstehen, obwohl es schön warm im Bettchen ist. Die Männer, die effizient und effektiv ihre Zeit nutzen. Die Männer, die daran arbeiten, ihren Wert zu erhöhen, werden dich in jeder einzelnen Hinsicht in den Boden stampfen und demzufolge die Erfolge einholen. Sie schnappen sich die Frauen, die du willst. Sie schnappen sich das Haus, was du willst. Sie schnappen sich die hochqualitativsten Lebensmittel, die du willst. Sie schnappen sich das Geld, was du willst. Sie schnappen sich das Leben, was du willst. All das, während du den Lügen der modernen Welt glaubst. 11 Uhr aufstehst, dir einen auf P-Filme schleuderst, deinen Schwarzmagier auf Level 100 levelst, jede Woche eine Serie auf Netflix durchsuchtest und danach lebst, wie du dich im Moment gerade fühlst. Frauen werden geboren, Männer werden gemacht. Und das ist gut so, das ist nötig, das ist kein Fakt, über den man klagen sollte. Es ist gut, dass Frauen mehr oder weniger vollendet geboren werden. Sie werden als feminine Wesen geboren und mit der richtigen Umgebung, die Männer erschaffen sollten, bleiben sie das auch. Und genau das ist, was wir wollen. Wir wollen süße, zärtliche, feminine Frauen, die nicht viel durchgemacht haben und demnach unbelastet sind. Ein schwieriger Leidensweg und harte Herausforderungen würden Frauen maskuliner und somit weniger feminin machen. Auch Männer werden als feminine Wesen geboren. Doch anders als Frauen macht es Männer auf Dauer unglücklich, wenn sie nicht aus ihrer Femininität, ihrer Weiblichkeit, in die Maskulinität, die Männlichkeit wachsen. Anders als es dir die Welt vorgaukeln möchte, möchte ich dir sagen, dass du als Mann nicht einfach in deiner Weiblichkeit bleiben kannst. Du kannst dich nicht ewig vor den Prüfungen des Lebens verstecken. Naja, du kannst es versuchen und dich vor allem, was dir unangenehm erscheint, vor allem, was sich gerade nicht gut im Bauch anfühlt, drücken. Doch sei dir gewiss, dass du auf diesem Wege nicht das Leben bekommen wirst, was du eigentlich willst. Sei dir gewiss, dass maskuline Männer dich gnadenlos abhängen werden. Und sei dir erst recht gewiss, dass auch die ach so woke und einfühlsame neue Welt dich als 50-jährigen Versager nicht mit offenen Armen entgegennehmen und sich herzlichst um dich kümmern wird.
Was Andrew in mir verstärkt hat, ist der Drang, mich zu verbessern. Der Drang, meine junge Zeit zu nutzen, statt zu glauben, dass ich einfach machen kann, was mir meine Emotionen gerade so sagen und dass im Endeffekt schon alles gut wird. Er hat in mir meine Eigenverantwortung verstärkt, mir klar gemacht, dass es nichts und wieder nichts bringt, wenn du als Mann über deine Situation rumheulst und dich als Opfer siehst. Mir gezeigt, dass ich hundertprozentige Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen muss. Wie viele Jahre haben viele von uns Männern schon damit verschwendet, rumzuheulen und uns als unfähiges kleines Opfer gesehen, was nichts an seiner Situation ändern kann. Doch hier die Neuigkeiten. Die grundlegende Realität des Lebens ist ein brutaler Wettstreit. Dein Traumleben, deine Traumfrauen, dein Traumhaus, dein Traumland, dein Traumauto, die hochwertigste Nahrung, die besten Dienstleistungen, doch vor allem die Welt wartet nicht auf dich und interessiert es nicht, wie du dich gerade fühlst und ob du denkst, dass irgendetwas unfair ist. Alles, was sie interessiert und was ich mit sie meine, werde ich euch gleich noch sagen, ist im Endeffekt, ob du es erreichst oder nicht, ob du ein Gewinner bist oder nicht, ob du siegreich bist oder eben nicht, ungeachtet deiner Gefühle oder Probleme. Wen oder was ich mit sie meine, ist einfach alles und jeden. Die von Menschen erschaffene Welt, die vom Schöpfer erschaffene Erde, die Natur, jedes Lebewesen, einfach alles und jeder interessiert sich im Endeffekt nur für Gewinner. Niemand und nichts interessiert sich wahrhaftig für die Verlierer.